Ich hab neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert und niemandem ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt. Ich grüße Sie, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Und gleich zu Beginn dieses Video beschäftigt sich mit einer Kurzgeschichte, die die Obdachlosenzeitung Asphalt Ausgabe 324 abdruckte. Und ich mache hier extra darauf aufmerksam, dass ich damit keineswegs vom Kauf dieser Zeitschrift abraten will. Im Gegenteil, der Verkauf ist ein kleiner, netter Nebenverdienst für die oft obdachlosen Verkäufer, ein Schritt zurück in das gesellschaftliche Leben. Wenn ich diese Kurzgeschichte dennoch problematisiere, dann aus dem Grund, weil mir und nicht nur mir allein eine gewisse Schlagseite des demokratischen Diskurses schon seit längerem aufgefallen ist, die am Inhalt dieser Geschichte und ihrer Veröffentlichung in dieser Obdachlosenzeitung deutlich wird. Worum geht es? Auf Seite 39 bringt der Asphalt eine Kurzgeschichte mit dem Titel Haltung mit Herz, geschrieben von einem Poeten namens Tobi Kunze. Über dem eigentlichen Text wird im Querformat teilweise eine Fahne, in Klammern Fragezeichen, gezeigt, die einen runden Aufkleber aufweist, der in der Mitte symbolhaft einen leicht gebückten Menschen darstellt, der offensichtlich Rückenprobleme hat, und rundherum steht Rückenleiden trotzdem da, die über 50 Antifa. Die Geschichte beginnt damit, dass der Ich-Erzähler neulich in einem Café eine Annegret getroffen hat. Diese ist krank und deswegen schon lange arbeitslos und sie wohnt in einer Gegend, in der sich, Zitat, eine Gruppe älterer Menschen in der Häusergruppe mit hässlichen Aussagen hervortut. Und die sich ebenfalls im Café befindliche Freundin von Annegret, so Annegret selbst, solle solche hässlichen Aussagen trotz der ihr innewohnenden Harmoniebedürftigkeit nicht länger hinnehmen. Denn, Zitat, das mit den Faschisten, das nimmt doch langsam wieder Überhand. Da müssen wir was tun, da hört es doch wirklich sofort bei mir auf. Der Ich-Erzähler fährt fort. Zitat, Annegret haut zur Bekräftigung ihrer Worte auf den Tisch und erzählte mir, drei Dinge seien ihr bei Menschen wichtig. Ein gutes Herz, ein anständiger Charakter und kein Faschist sein. Ich glaube, Sie können sich so eine Annegret schon recht gut vorstellen. Man steht im Hausflur und will gerade der Nachbarin, einer Deutsch-Türkin, die behauptet, sie sei Kurdin, erzählen, dass der Herr vom ersten Stock, ach, wie heißt er doch gerade? Wie heißt dieser Herr vom ersten Stock, der Ihnen beim Transport der Waschmaschine geholfen hat? Und Sie beginnen mit den Worten, da oben, der Schwarze aus dem ersten Stock. Und schon explodiert eine solche Annegret. Sie definieren einen Menschen nach seiner Hautfarbe, das ist Rassismus und Rassisten sind Faschisten, das fängt immer ganz harmlos an. Es bleibt einem der Mund offen, aber man will ja kein Rassist sein, ein neuer Versuch. Ich wollte nur sagen, dass der Afrikaner aus dem ersten Stock mir Freund. Schon unterbricht Annegret erneut. Indem sie auf seine Herkunft verweisen, ist das Mikrorassismus, also Mikrofaschismus. Und damit fängt alles an. Langsam steigt bei ihnen der Blutdruck. Eigentlich wollten sie sich überhaupt nicht mit Annegret unterhalten, sondern mit der deutsch-türkischen Kurdin. Und gerade suchen sie nach einer knallharten Antwort, als die deutsch-türkische Nachbarin, sie trägt seltsamerweise kein Kopftuch, sich einmischt. Also er meint diesen netten schwarzen afrikanischen Flüchtling aus dem ersten Stock. Da explodiert Annegret. Sie wählen doch Erdogan, den Faschisten. Meine Nachbarin nun voller Empörung. Ich wähle nicht Erdogan, ich bin Kurdin und ich verstehe mich wunderbar mit dem Schwarzen. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Naja, da verlässt man sicherheitshalber die Kampfzone. Gut, ich schweife ab, das habe ich mir so ausgedacht. Zurück zur Asphaltgeschichte. Gerade eben hatte Annegret dem Ich-Erzähler die Eigenschaften aufgezählt, die für sie einen guten Menschen ausmachen. Das gute Herz, den anständigen Charakter und kein Faschist sein.
die der Ich-Erzähler um die Eigenschaft klaren Verstand ergänzt. Da aber winkt Annegret ab. Zitat: Ach, das sagen oft auch die, die nicht mehr richtig ticken. Und zweitens, einen klaren Verstand braucht es gar nicht, solange das Herz an der richtigen Stelle sitzt. Der Satz erscheint mir erstaunlich widersprüchlich. Einerseits reden die von klarem Verstand, die nicht mehr richtig ticken, weil sie es nötig haben. Andererseits ist klarer Verstand sowieso überflüssig, solange das Herz an der richtigen Stelle, wo ist die eigentlich, sitzt. Daraus folgere ich, dass die, die nicht mehr richtig ticken, vom Prinzip doch richtig ticken, wenn das Herz richtig sitzt. Das verwirrt mich, aber was soll's. Bei wenig klarem Verstand aber scheint ein älterer Nachbar gewesen zu sein, der Annegret mit einem Hitlergruß konfrontierte und den sie dann auch prompt anzeigte. Denn, wir wissen ja, Faschismus fängt klein an und endet immer in Gewalt. Doch die Anzeige gegen die verbotene Geste wurde fallen gelassen, weil, Zitat, der Richter meinte, dass die ausführende Person ja schon alt sei. Kleiner Einschub. Der Richter? Normalerweise stellt die Staatsanwaltschaft Verfahren ein. Egal, halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Und was macht Annegret? Sie, Zitat, widersprach dem Urteil aufgebracht und verfasste ihre Meinung dazu auch in einem jüngsten Brief an den Richter. Die Person sei mit die Jüngste bei uns im Haus und außerdem wurde der Gruß absichtlich provokativ vollzogen. Genauso. Da stimme ich Annegret voll zu, wird's gewesen sein. Der jüngste ältere Herr trifft auf Annegret, die ihm ständig sein, Zitat, hässliche Aussagen in ihrem Kampf gegen den Faschismus um die Ohren haut und er hat sich geschworen, jetzt schockiere ich die mal. Also, Arm hoch. Annegret lässt keine Einwände an ihrem Verhalten gelten, denn sie ist sich sicher, Zitat, das sei doch keine Denunziation, das ist strafbares Verhalten. Einschub, wieso jemand ein strafbares Verhalten als Denunziation ansehen sollte, erschließt sich mir nur, wenn ich den Satz einfach so hinnehme. Einschub, Ende. Und das muss geahndet werden. Und der Faschismus ist das schlimmste System für alle Menschen, also darf man diesem Treiben keinen Fußbreit gönnen. Faschismus führt, egal wie harmlos er anfängt, am Ende immer zur Gewalt. Ja, trotz dieser juristischen Niederlage für Annegret endet die Geschichte letztendlich harmonisch. Zitat, ich, gemeint ist der Ich-Erzähler der Geschichte, versprach ihr, mir ein Beispiel an ihrer Haltung zu nehmen. Zum Abschied drückte sie mir die Hand, ausnehmend fest, was sie sich bewahrt hat. Auch nach mehrmaligen Lesen habe ich keine versteckte Botschaft in der Geschichte finden können. Keine Message, die sich erst nach einigem Nachdenken erschließt. Ich kann mir nicht helfen. Die Geschichte scheint so gedacht und geschrieben, wie sie geschrieben wurde und wie ich sie gelesen habe. Nun gibt es sicherlich den einen oder die andere, die das Vorgehen von Annegret gut findet. Geht es doch um die hehre Sache, den Kampf gegen den Faschismus. Und der alte Nachbar, möglicherweise betrunken, möglicherweise debil, möglicherweise in der Stimmung, Annegret provozieren zu wollen oder möglicherweise alles drei auf einmal, muss eben einfach bestraft werden. Und so der Vorwurf an mich. Ich verharmlose mit meiner Kritik den Alltagsfaschismus, den es zu bekämpfen gilt. Im Falle eines Falles auch mit Anzeigen bei der Polizei. Ja, und die Personen, die so denken, doch natürlich auch alle anderen, lade ich nun zu einem Gedankenspiel ein. So, machen wir eine Zeitreise. Doch bevor wir diese Reise beginnen, sei noch einmal gesagt, die Obdachlosenzeitung Asphalt trifft meine Kritik nicht, sondern es geht nur um den Inhalt der Geschichte, die allerdings diese Zeitung abgedruckt hat. Wenn Ihnen wie mir diese Annegret-Geschichte nicht so recht gefallen will, verhalten Sie sich aber nicht wie Annegret. Schließen Sie also nicht von einer einzigen Geschichte auf den gesamten Inhalt dieser ansonsten recht guten Obdachlosenzeitung, denn dadurch würden die Verkäuferinnen dieser Zeitung darunter leiden. Und das wäre nicht im Sinne von uns herzensguten Menschen mit dem anständigen Charakter, aber oftmals ohne klaren Verstand. Letztere, der fehlende klare Verstand, mag meine Kritik entschuldigen. Und jetzt beginnen wir gemeinsam unsere Zeitreise.
Wir versetzen uns 40 Jahre zurück ins Jahr 1984, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und stellen uns vor, die Geschichte spielt nun in Dresden, damals Deutsche Demokratische Republik. Alles läuft ab wie in der Jetztzeitgeschichte. Es gibt eine Annegret, die sich dem antifaschistischen Kampf im Kleinen verschrieben hat und in deren Umgebung es ältere Menschen gibt, die hässliche Sachen sagen. Sie schimpfen zum Beispiel auf die mühsam errungenen sozialistischen Waren im HO-Laden, die nicht erhältlich sind. Oder erzählen sich blöde Witze über Erich Honecker, der ja selbst im Dritten Reich wegen seines Kampfes gegen den Faschismus jahrelang im Zuchthaus gesessen hat. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Erich Honecker, für jüngere Zuschauer, ist quasi der politische Boss der DDR. Und diese Annegret regen die hässlichen Sachen auf. Denn solche sind nicht nur im Sozialismus, aber dort umso mehr, sicherlich klare Anzeichen von Faschismus im Anfangsstadium. Und den muss sie bekämpfen. Die älteren Herrschaften kriegen mittlerweile schon einen Hals, wenn sie Annegret nur sehen, und schließlich platzt einen der Kragen. Er grüßt sie mit dem Hitlergruß. Annegret geht, wie in der Jetztzeitgeschichte, diesmal aber zur Volkspolizei und zeigt die Person an. Und jetzt kommt es auch tatsächlich zum Prozess. Der ältere Herr beharrt darauf, vorgehabt zu haben, eine Treppenlampe auswechseln zu wollen und hätte deswegen seinen rechten Arm hochgestreckt. Und Annegret habe dies eben falsch interpretiert und der Richter, kein harter Hund, sondern jemand, der solche Nachbarschaftsfäden kennt, kommt zur Überzeugung, hier liege wohl tatsächlich nur ein Missverständnis vor und überdies sei der Angeklagte ja auch schon alt und stellt den Prozess ein. Daraufhin schreibt Annegret ganz entrüstet einen Brief an die SED-Bezirksleitung, SED für jüngere Zuschauer, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, quasi die Einheitspartei der DDR, und beschwert sich über diesen Richter. Ja, und wenn wir jetzt die zeitversetzte Geschichte mit der Jetztzeitgeschichte im Asphalt vergleichen, dann kommen wir doch so ein bisschen ins Nachdenken. Ich will Ihnen das Nachdenken nicht abnehmen, möchte aber die zeitversetzte Geschichte mit einem harmonischen Ende beschließen. Annegret bekommt einen Brief von der SED-Bezirksleitung Dresden, in dem sie für ihren Einsatz gegen den Faschismus gelobt und der Richter für sein Urteil kritisiert wird und erhält überdies eine silberne Spange mit der Aufschrift »Antifaschistische Kämpferin des sozialistischen Alltags«. Und wir sehen betroffen nach Bertolt Brecht »Der Vorhang zu« und alle Fragen offen. Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert, und niemandem ist kalt. Vanille, Eis zum Nachtisch, alle sterben alt.